Willkommen zurück zu Bulletstorm. Wir cruisen hier erstmal ein bisschen durch diese Kofferlandschaft. Von den Touristen, die zurückgelassen wurden oder halt einfach Huren waren und deswegen nicht mitgenommen wurden. Und hier rüber. Guck mal, ich habe Munition gefunden. Bin ich nicht geil? Geh aus dem Weg. Perfekt. Hier kann ich drüber. Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an Portal 2. Hocke gehen ist für Lappen. Ach, fick dich doch. Wo bleiben jetzt Ishii und Trishka? Sind jetzt nicht da, okay. Machen wir das selbst. Ohne die beiden Luschen brauchen wir eh nicht. Wie romantisch. Das muss irgendwie schon von außen schon ziemlich behindert aussehen, wenn dort jemand wild in der Gegend herumballert, nur um Fliegen zu erwischen. Genau, die will ich haben. Perfekt. So. Oh shit. Lass am Schiff bereitet sich auf die Landung vor. Wir haben keine Zeit, unserem Arsch rumzugrapschen. Dann bewegt euch mal. Gut. Du mal dein Maul. Los, Bewegung! Ich beweg mich doch! Stirb endlich! Halt dein Maul hier! So, Bloody Stream ist schon. Hol dich von dem Kreuzfeuer! Wir sitzen hier auf dem Präsentierteller! Ja, wir laufen aber nur durch. Das ist ja nicht. Er zündet die Schwerkraftdämpfer. Ja. LOL. Was ist jetzt passiert? Bin ich tot? Nichts gut. Los, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf! Steh auf! Steh auf, du Nutte! Auf mit dir, Gray! Das Rettungsschiff startet! Gott, ey, in der letzten Sekunde habe ich es anscheinend geschafft. Siebter Akt, Kapitel 2, ich gebe dir nicht die Schuld. Schalalala. Sieht zumindest ziemlich nach dem Ende aus. Interessant. So. Das war knapp. Die Schwerkraftdämpfer sind aktiv. Wir sind in der Luft. Yay. Ich kann gerade nicht springen. So, jetzt wird erstmal hier Muni geholt. Warte mal. Neue Skillshots. Schmetter einen fliegenden Gegner mit in den Boden? Okay. Von hinten und schieß ihn dann in den Hinter. Okay. Ich wollte ja Munition holen, nicht Depp. So. So. Sehen aber geil aus, die Texturen. Mach dir nicht ins Hemd. Final Echo hat Überbrückungscodes für sämtliche Konföderationstechnologie. Die Brücke wird das mitbekommen. Richtig. Also beeilen wir uns lieber. Lasst euch nicht sehen. LOL. Haben sie uns gesehen. So, jetzt kommt mal her, ihr Nutten. Wer sind diese Wichser? Die Echo Shock Trooper, Serranos Geheimarmee. Die Hurenböde sind echt tough. Das muss man ihnen lassen. Danke. Dank mir? Ich hab sie mitentwickelt.
Sie hat sie mitentwickelt, die Nutte. Dann weißt du doch ganz sicher, wie man die kaputt machen kann, oder? So mit einem Headshot oder so. Machen sie aber nicht irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Diese Dekoration ist ziemlich praktisch. Verdammt heiß, Baby! So. Das hier ist auch. Die bluten gar nicht richtig. Die hängen nur so rum. Seh mal einer an! Wir haben drei Wichsköpfe zu Besuch! Vier, du bist einer. Ist voll gegeben. Ich werde es genießen, wie meine Happy Echo Trooper eure Leichen zerstücken und zerfetzen. Danach kann ich richtig schön schlafen. Wie gesagt, ich wollte nicht drauf gehen. Ich bin es mittlerweile zweimal zu oft. Wo ballerst du denn hin? Da drauf oder was? Ich brauche eh nur Munition für Dingsterbumster. Sichtkontakt, Sichtkontakt. Hey, sieh mal, wo sie sich befinden. Schluss die Ladebuchse. Tschüss. Noobs. 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 Viele gute Männer, die ihr gerade getötet habt. Aufrechte Soldaten, die ihre Pflicht getan haben. Aber sie standen zwischen euch und mir. Da ist es natürlich in Ordnung, sie umzubringen. Nicht wahr? Du hast sie geopfert, sagen musst du. Der Code ist ungültig. Er hat uns ausgesperrt. Wenn ich dich reinlasse, Trish, willst du dich dann auf Papas Schoß setzen? Scheiß auf den alten Sack. Ich weiß einen anderen Weg. Hilf mir mal. Ui. Öffne die Tür von der anderen Seite. Man beachte den offensichtlichen Arschkrapscher von Gray. Lüftungsschächte. Kenn ich. Glaube, ich könnte diese Tür öffnen. Wischgeister schon. Sie ist los, um Serrano zu töten. Sie wird uns hier nicht rausholen. Ja, das passt zu ihr. Ich schließe die Konsole kurz. Ist ein Versuch wert. Hau rein. Dein Arm packt fest. Du wirst dich mal selbst sehen, wenn du das machst. Du siehst wie ein verdammter Trottel aus. Ich hab die Tür aufbekommen. Na schön, du hast die Tür aufbekommen, aber dabei wie ein verdammter Trottel ausgesehen. Mimi. Wo ist denn Trishka? Hat sie es vielleicht eilig, zu ihrem lieben Papa Serrano zu kommen? Ja, du kannst dich jetzt wieder einfangen. Ich habe mir einen Scotch genehmigt und spiele voller Vorfreude auf dich schon ungeduldig an meinen Eiern rum. Schön für dich. Der Echo-Kodex verlangt, dass sie selbst Rache nimmt. Scheiß auf den Echo-Kodex. Die Kleine versinkt im Blutrausch. Hat man ja eben gesehen. Shit. Sie hat sich entschieden. Konzentrier dich auf das aktuelle Problem. Okay, krieg die erstmal. Wumms. Viel Spaß. Tschüss. Nein! Nein! Doch! Das macht doch viel mehr Spaß so. Fick dich. Ihr seid der letzte Dreck! Ihr alle! Kommt nur her! Was ihr hier findet, wird euch überhaupt nicht gefallen! Tada! Viel Spaß mit dem Heavy Echo Elite-Turm! Ich glaube, das drehe ich erstmal um. Hallöchen. Komm zu Papa.
Das war's. Ich war der Erste, der geschossen hat, mein Freund. Komm schon. Hier hat sich Serrano verkrochen. Ich hacke die Tür. Versuch dir diesmal keinen Stromschlag zu verpassen, du Trottel. Nein, ich habe beim letzten Mal den Code ausgelesen. Gib mir Deckung, wenn ich ihn eingebe. Ich passe auf dich auf. Ich habe jede Menge Feuerkraft. Von den Verrätern. Wir haben tapfer gekämpft, diese harten Männer. Wie verwundete, in die Gänge getriebene Wölfe. Sie waren direkt. Sie waren verlaust und haben gestunken. Und ich habe sie geliebt. Wem das stammt? Douglas MacArthur, ein echter Krieger. So etwas findet man heutzutage überhaupt nicht mehr. Bla bla bla, oh, du bist kein echter Krieger. Hallo, meine Schöne. So. Ray. Komm von recht. So, machen wir die auch noch weg. Ah, da war ja einer vor mir. Eine absolute Rummetzelei hier. Das ist ein kompletter Vorgang. Das war's. Schon wieder. Okay, ich bist du fertig? Gut. Und ich habe Heavy Echo erledigt. Wir sind echt ein perfektes Team. Ja. Dieser Loser kann sich mit Dead Echo messen. Genau.